Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich einen FIFA 18 FIFA Talk für euch am Start. Das heißt, wir reden heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Da habe ich auf jeden Fall 5 verschiedene Themen rausgepickt und falls ihr das öfter sehen wollt, ihr wisst es, lasst einen Daumen nach oben da, 500 Likes wären wirklich absolut krank und dann gehen wir direkt rein hier ins erste Thema. Und zwar geht es beim ersten Thema hier um die Nationalmannschaften in FIFA 18. Es wird natürlich predicted, dass da ein paar neue dabei sein könnten, wie zum Beispiel Kroatien, wie zum Beispiel Serbien oder vielleicht auch viele afrikanische Mannschaften. Und da kann man sich auf jeden Fall auf etwas gefasst machen. Ich denke auf jeden Fall, dass da die ein oder andere Mannschaft dazu kommen wird. Ein Video, wo das genauer erklärt wird, wo auf jeden Fall eine klare Prediction da ist, das habe ich auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Das ist vom lieben Saib, vom Gordon. Gerne abchecken, gerne Abo dalassen, das ist ein Kollege von mir und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Da zeigt er euch eben, welche Nationalmannschaften möglich sind, welche Trikots dann auch neu dabei wären und so. Also das ist ganz interessant. Checkt das auf jeden Fall ab. Okay, beim zweiten Thema geht es darum, wie du FIFA 18 günstig bekommen kannst. Und zwar für PS4 und auch für Xbox One. Beim PC geht es sowieso günstiger. Ich habe auch da immer einen Link in der Beschreibung drinnen. Für 43,99 € bekommt ihr für den PC FIFA 18 bei meinem Partner MMOGA. Das ist extrem günstig, aber für die PS4 und für die Xbox gibt es auch ein gutes Angebot im Moment und zwar bei otto.de und das habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt, beziehungsweise ich habe euch das Video vom CBT verlinkt, das ist auch ein guter Kollege von mir und er hat euch das dort auch genauer erklärt. Es bringt nichts, wenn ich jetzt genau dasselbe nochmal erkläre, deswegen leite ich euch da direkt weiter zu seinem Video. Falls ihr wissen wollt, wie ihr einfach FIFA 18 viel, viel günstiger bekommen könnt, dann checkt unbedingt auch dieses Video ab. So, beim dritten Thema handelt es sich um die täglichen und wöchentlichen Aufgaben in FIFA 18 Ultimate Team. Dazu haben wir jetzt hier mal die englische Version am Start und zwar von den wöchentlichen Objectives sozusagen, also Weekly Objectives. Da muss man zum Beispiel eben 5x0 spielen, 10 Kopfballtore machen und so. Das Ganze hat immer eine Woche Zeit, also du hast eine Woche Zeit, um diese Challenges abzuschließen. Und umso höher bzw. umso schwerer die Challenges sind, umso besser sind auch dann die Belohnungen. Da bekommt man, glaube ich, teilweise auch Spieler, wenn ich das richtig verstanden habe und auch eben vielleicht mal ein Pack oder Coins oder so und das ist auf jeden Fall ziemlich nice und hier haben wir dann auch noch die Übersetzung der täglichen Aufgaben am Start. Woher ich das Bild habe, habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt, denn das hat jemand extra dazu ja, übersetzt, sage ich jetzt mal. Und da steht eben zum Beispiel, bleib fit, da muss man irgendwie ein Fitnessverbrauchsobjekt einsetzen. Fitness ist hier leider falsch geschrieben, aber er meinte, er hat das irgendwie mitten in der Nacht gemacht. Und ja, dann haben wir hier Squadkämpfe, MLS Torschützenkönig, kauf einen Chemistry Style. Okay, da sind ein paar Rechtschreibfehler drinnen, sehe ich jetzt gerade auch erst, aber auf jeden Fall ist das hier ein bisschen übersetzt. Und das sind halt tägliche Aufgaben, ja, und wöchentliche Aufgaben. Also du hast einmal jeden Tag in der Woche eine tägliche Aufgabe plus dazu jede Woche eine wöchentliche Aufgabe und das kannst du abschließen, bekommst dafür Preise und dann kannst du auf jeden Fall dein Ultimate Team so ganz gut verbessern, würde ich sagen. Weiter geht's mit dem vierten Punkt des heutigen Videos und zwar geht's hierbei um FIFA 18 Karten. Wie kannst du selbst FIFA 18 Karten erstellen? Dazu gibt's eine bestimmte Website und zwar nicht Foothead oder WeFoot oder so. Dort sind nämlich die Qualitäten der Karten nicht so gut wie bei einer bestimmten Seite, die euch der Frightland FIFA auf jeden Fall vorstellt. Das ist auch ein Video, das habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt und Jungs, bitte, falls ihr auf dem PC spielt oder falls ihr, ja keine Ahnung, falls ihr einfach FIFA 18 Videos schauen wollt, abonniert bitte den Frightland FIFA. Das ist so ein korrekter Dude und er hat einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit und den müsst ihr unbedingt abonnieren, falls euch FIFA 18 Videos interessieren. Der bringt extrem interessante Videos, unbedingt mal abchecken und auch natürlich eben das Video, wie man FIFA 18 Karten erstellt in extrem hoher Auflösung. Dazu hat er eben auch ein Video gemacht. Und zu guter Letzt kommen wir zum fünften Thema und zwar geht es hier um authentische Spielstile in FIFA 18. Die neuen Teamstile übertragen die bekanntesten Taktiken der besten Clubs der Welt auf den Rasen von FIFA 18. Vom Tiki-Taka bis hin zum frühen Pressing. Mit den neuen Spielerpositionen kannst du Raum und Zeit zu deinem Vorteil nutzen. Das Spiel noch besser lesen und noch mehr Chancen herausholen. Und die optimierten Taktiken sorgen für bessere Anspieloptionen, neue Offensivläufe und ständige Mitspielerhilfe. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Da ist einfach gemeint, zum Beispiel Atletico Madrid spielt auch so wie Atletico Madrid in FIFA 18. Dass sie zum Beispiel sich eher fallen lassen, eher hinten reinstellen. So, das sind so diese ja, neuen authentischen Spielstile. Also, so ist es eigentlich ganz leicht erklärt. Also jede Mannschaft spielt so, wie sie halt in echt auch spielt. So, diese Taktiken sind ein bisschen verfeinert. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich heftig viel gemacht haben. Auf jeden Fall haben sie es hier offiziell bekannt gegeben. Mal schauen, vielleicht haben sie es auch einfach nur so gesagt und haben nicht wirklich was verändert. Das kann natürlich auch sein, aber
Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall dürfte das auch so in FIFA 18 vorhanden sein. Und ja, Freunde, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich extrem über einen Daumen nach oben freuen. Alle Videos und Links, die ich heute angesprochen habe, alle Blablabla, bla, bla, alles ist einfach in der Beschreibung drin. Checkt das alles ab. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Und vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.